Jupp, es ist soweit. Wir versuchen die ganze Mission nochmal hier mit dem Dodo, nachdem wir in der letzten Folge ja doch ziemlich verreckt sind. Und ich werde diesmal einfach nicht versuchen, ein FBI-Fahrzeug zu klauen. Ganz einfach. Weil das war, glaube ich, eine scheiß Idee. Alter, komm schon. Gott, der geht ja fast unter. So, Nummer 3. Nummer 4. Ich habe auch noch einen kleinen, in Anführungszeichen, Trick angewandt. Ich weiß nicht, ob der klappt. Dafür ist wahrscheinlich die Engine nicht gut genug. Aber wäre witzig, wenn ja. So. Alle Päckchen mal wieder am Start. Ist noch irgendwie lebend hier rauf. So. Jetzt bin ich doch hier. Das heißt, der Trick kann ich gar nicht anwenden. Egal, aber dann habe ich da oben auf jeden Fall mal ein Auto. Rein theoretisch dürfte es mir hier sogar sehr gut gehen. Oh! Zwei FBI-Fahrzeuge mal eben an mir vorbeigerast. Und ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, weil ich gegen das FBI keine Chance habe. Oh, zumindest eventuell, wenn ich clever bin, dass ich jetzt hier das FBI hinkomme. Nice, und schnapp mir eins. Okay, das ist leider kaputt. Das FBI wird jetzt auch einfach sterben. Eiskalt. Die haben jetzt irgendwie keine Lust gehabt, wegzurennen. Dann nehme ich eben deren ganzen Waffen. Die haben nämlich teilweise echt übelst krasses Zeug dabei. Schade, jetzt ist... Ich dachte vielleicht, dass ich jetzt trotzdem noch irgendwie einen FBI-Wagen kriege. Draußen wird jetzt wahrscheinlich keiner mehr stehen. Leider nein. Na gut. Egal. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt die Mission chillig beenden können. Wobei mich ja eigentlich noch interessieren würde, ob mein Trick geklappt hätte. Dem gehen wir noch nach. Erst gebe ich die Mission aber ab. Mensch, habe ich mir nochmal einen Stern eingefangen. Würde ich es nochmal spannend machen. Der Wagen sieht auch nicht mehr gesund aus. Aber da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Sind auch schon da. Jawohl, wir haben es geschafft. Mission erfüllt. Oh, guck mal, der Ray hat noch einmal eine Mission für uns. Ah, ist Ray... Ich glaube, Ray war der, mit dem wir nach Shawside Valley geflüchtet sind. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ja. So, jetzt will ich aber wissen, ob mein Trick funktioniert hätte. Wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt in ein Auto eingestiegen bin. Kann sein, dass es vielleicht sogar geblieben wäre. Ich habe nämlich hier, wo ich beim letzten Mal hochgekommen bin, einen Wagen geparkt. Oh, da wird dies wohl weg sein, ne? Ja. Ich habe hier einen Wagen geparkt, aber nachdem ich jetzt in ein anderes Auto gestiegen bin, hat sich das irgendwie erledigt. So. Ich werde jetzt auf jeden Fall speichern, weil die Mission doch nicht ohne ist. Hätte man dieses Zeug nicht im Versteck, wäre es mega schwer. Weil das FBI ist richtig krass aggressiv. Und macht dich richtig schön zur Sau, wenn die Bock haben. Und hatten sie ja beim ersten Versuch auch. Ja, fleißig sammeln. Schön, wenn die Autos keine Tür mehr haben, dann geht das immer ganz fix vorwärts. So, und die Frage ist jetzt, mache ich jetzt Donald Love fertig oder mache ich Ray? Ich meine, mit Ray wäre ich rüber geflüchtet. Ich glaube, mit dem bin ich nämlich in einem Auto dann zusammen geflohen, oder? Bin mir nicht komplett sicher. Aha. Rein theoretisch war es sogar die letzte Mission, die wir gerade gemacht haben.
Jetzt kommen nur noch andere Missionen. Jetzt kommen nur noch Shoreside Vale Sachen. Entweder Donald Love. Oder eben... Was hat denn Ray für eine Aufgabe für mich? Ach, die hier. Oh, bei der Ray-Aufgabe gibt es einen kugelsicheren Patriot. Der ist richtig wichtig. Oh, den könnten wir eigentlich zu allerletzt machen, bevor wir zum Finale kommen. Das wäre geil. Dann machen wir jetzt mit Donald Love weiter. Dann müsste ich rein theoretisch jetzt sogar einfach so in die neue Stadt dürfen. Weil jetzt ist die letzte Mission geschafft. Die noch dazu beiträgt. Ich schau mal, da drüben ist ja gleich die Brücke. Mal sehen, ob die jetzt repariert ist. Oder öffnet die sich tatsächlich erst mit der Donald Love Mission? Weil da müssen wir nämlich zum Flughafen in der nächsten. Nein, ist offen. Jetzt dürften wir offiziell nach Shoreside Vale rüber. Und da ich auf die Stadt wenig Bock habe, werde ich sehr wahrscheinlich die Mission jetzt so schnell wie möglich machen. Ich meine, es kommen eh nicht mehr viele. Das ist eigentlich eh schon traurig, wir sind schon fast durch. Wir sind nämlich mit dem Spiel wirklich fast durch. Es gibt dann noch die Nebenmission in Shoreside Vale. Das ist mal wieder eine Patrick Rally. Eine RC Toys. Wobei ich nicht weiß, wie die RC Toys dazu beitragen zu 100%. Naja, und dann ist es eigentlich. Dann war es eigentlich schon. Päckchen halt noch sammeln, dann werden wir nochmal einen schönen extra Part machen. Mal gucken, wann wir das machen. Vielleicht im 50. oder so. Was ist das jetzt? Der 41. oder so? Ich glaube schon. Ja, was kennt ihr komplett bei der 40. Ja, dass wir dann irgendwann da noch eine Stunde Päckchen sammeln oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Auf jeden Fall ein der Flughafen-Coup. Jetzt geht's nämlich los. Thank you for retrieving those packages, but they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Genau, und das ist nämlich die offizielle Einleitung dazu, dass ich jetzt nach Shoreside Vale darf, nämlich eben auf dem Airport. Aber ihr kennt die City ja bereits. Wir hatten ja schon zwei Parts, glaube ich, das Vergnügen, als wir uns darüber getrickst haben, weil wir zumindest versuchen wollten, die Krankenwagenmission zu schaffen. Haben dann noch die ganz clever die Feuerwehr gemacht. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist die Bürgerwehr. Die habe ich mir aber auch gedacht, mache ich erst, wenn ich den Panzer kriege. Weil ich euch einmal die Bürgerwehr mit dem Panzer zeigen möchte, weil es sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Ist halt absolut OP, aber macht sehr viel Spaß. So eine richtige Randale, so einen richtigen Randale-Part wünscht ihr euch ja sowieso. Dann werdet ihr den dort auch kriegen. Aber wie gesagt, dafür muss man das Spiel erst abschließen. Keine Ahnung, wer vorher schon an den Panzer kommt. Sehr unwahrscheinlich. Ohne Cheats sehr unwahrscheinlich. Und da wir sowieso nicht cheaten werden, hat sich die Sache erledigt. Ach, war das die Brücke, die sich runterlässt, wo man warten muss? Schon, gell? Ja, guck, man kann jetzt gerade nicht... Aber man kann jetzt hier so lustig die Autos runterkicken. Da, und weg. Und weg war's. Und du auch noch? Willst schön zerquetscht werden. Ja, das ist nämlich das Ding, was sie reingebaut haben, als es kaputt war. Genau. Und da muss man jetzt immer warten. So, wir sollen also rüber zum Flughafen das Ding abholen. Klingt aufs Erste doch mal recht einfach. Ich bin schon lange nicht mehr mit dem Banshee gefahren. Lass mir den mal. Steig mal aus. So, mal sehen, ob wir da so easy peasy reinkommen. Schlittert der Wagen. Und Peng! So, das ist in dem Ding mit dem Dodo drin. Das ist das erste Mal, wo man im Endeffekt mit dem Dodo in Berührung kommt. Oh.
Da ist der Dodo nämlich. Kann sein, dass ich sogar mit dem Dodo fliegen muss. Weiß gar nicht mehr. Die Frage ist, wenn das wirklich mit dem Dodo ist, dann darf ich den jetzt nicht kaputt machen. Scheiße. Das war jetzt ziemlich doof. Jawohl, die habe ich sogar erwischt. Sehr nice. Und den Rest mal jetzt. Na komm, sieh sie an. Was? Alter, Instant Death. Wie krass ist denn das? Ich hatte noch 50 Rüstung und 100 Herzen. Das war ein Instant Death. Alter. Okay, also man sollte sich mit denen nicht anlegen. Sollte sich da nicht einfach hinstellen. Hui. Das kam irgendwie ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Okay. Dann werde ich das mal etwas anders machen. Ich meine, der erste Wurf mit der Granate war schon gut, dann mache ich das beim zweiten wahrscheinlich genauso. Weil an sich war es nicht verkehrt. Wow, also, ja, das Kartell müsste eigentlich auch in einem ganz anderen Wagen hinfahren. Müsste schon fast im Feuerwehrwagen reinfahren. Gut, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil da steht ja sowieso direkt davor. Weil der hält ein bisschen was aus. Dann parke ich den da, die fliegen in die Luft. Und ich steige in den Dodo ein. Das könnte man mal versuchen. Doch, ich finde die Idee gar nicht mal dumm. Das probiere ich jetzt mal so aus. Wie man den Flughafen von hier natürlich auch noch schön sieht. Oh, oh. Nein! Nicht ganz. Kommt jetzt hier wenigstens eine schnelle Karre. Kein Landstalker. Kein Landstalker. Schneller Wagen, hallo. Ach, kein Rumpo. Ach, du bist nicht schnell, aber du bist ein Auto. Hallo! Geht's noch? Müsst du mal bitte mich hier reinlassen? Ja, ja, dein Car. So. Die ganze Sache einfach nochmal machen. Boah, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte so schön die Chance, weil die gerade nachgeladen haben, aber dummerweise hat das Anvisieren halt nicht funktioniert. Das ist halt der Nachteil an der alten Version. Ich meine, selbst, ne, die PC-Spieler, die sie, ich weiß nicht, warum das bei Steam so ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich auf Controller mit Controller spiele, ne? Oh, oh, jetzt fällt es genau in dem Moment hoch. Nein, 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 nein. Oder? Ich hab's noch rüber geschafft. Okay. Ja, da geht's hoch. Oh, schöne Drehung. Mit der Maus ist natürlich mega einfach, aber ihr müsst euch das so vorstellen. Es ging früher nicht, weil das war nur ein PlayStation 2 Spiel und da musste man es so machen, wie ich es hier versuche. Also versuche ich mir jetzt hier keinen Vorteil zu erhaschen. So, ich nehme jetzt wirklich den Feuerwehrwagen. Fahr da nicht mit dem kaputten Taxi hin. So, das ist ein Päckchen! Mensch, guck mal! Tada! Dabei habe ich den schon mal in den Feuerwehrwagen bin ich schon mal eingestiegen, hab das dann gar nicht gesehen. Ist ja verrückt. So, liebes Kartell, jetzt bin ich ein bisschen besser vorbereitet. So, die steigen nämlich jetzt hier ab. Weiß gar nicht, die muss ich aber nicht aufhalten. Ja, Mensch, und mitten im Schuss hat sich der Computer aufgehangen. Vielleicht ist ihm doch ein Ticken zu heiß hier. Naja, dann eben nochmal.
Mal gucken, was jetzt passiert. Kommt überhaupt ein? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Na komm schon, da werde ich ja wohl irgendeinen mal treffen dann. Okay, wenn ich es nicht tue, dann mache ich es jetzt wieder mit der Granate. Zumindest bei denen. Und? Jo. Und bei denen auch. Das ist natürlich schwierig. Ups, einen habe ich erwischt. Was passiert denn jetzt? Verdammt. Shit, einen habe ich erwischt. Oh oh. Einer lebt noch. Ich sollte mit meiner wenigen Lebensanzahl irgendwie schauen, dass ich... Okay. Päckchen im Flugzeug. Und ab die Post. Hä, was? Ach so, das Päckchen ist weg. Dann ist es jetzt hier drin, oder was? Bauunternehmer Pantlantic? Es gibt einen Bauhof. Ja, das weiß ich. Ach nee, das machen wir anders. Wer ist er eigentlich? Oh, das sind die Polizisten. Das sind wahrscheinlich die Beamten, die er bestochen hat. Da fliegen wir jetzt eine Runde. Wird schon tief gehen, wa? Mit unserem Dodulein. So. Ich muss aber trotzdem hier irgendwie raus. Mal einfach hier rüber fliegen. Werde ich jetzt hier nicht können. Ne, ich muss jetzt schon normal raus. Fahr trotzdem mit dem Dodo. Boah, hier möchte ich, glaube versuchen, ob ich darüber fliegen kann. So richtig schön mit der Schanze arbeiten. Und... Nein, das funktioniert nicht so wirklich. Das müsste eine ganz... Muss eigentlich eine Erhöhung sein. Oh Mann, und wir sollen jetzt zu dem blöden Bauscheiß in Staten Island gehen. So, wir fliegen über jedes Hindernis drüber. Das finde ich ja schon mal ganz nett. Und das war eine Wand. Ein Werbeplakat, das uns hier aufhält. Aus dem Weg, ich hab den Dodo. Es gibt nämlich hier in der Schauzeitwelt auch noch eine Import-Export-Garage, mit der das Ganze nochmal ein bisschen interessanter wird, weil der die ganzen teuren Wagen will. Weil die andere jetzt in Portland, die war jetzt nicht so dramatisch. Aber die hier will die ganzen geilen Wagen. Wird ein bisschen schwieriger. Oh nein, jetzt fällt das Ding hoch und ich schaff's nicht mehr rechtzeitig drauf, oder wie? Nein! Und fliegen tue ich jetzt nicht. Das riskiere ich jetzt nicht. Jetzt muss ich warten, jetzt hilft leider alles nichts. Ich glaube, ich werde aber einfach das Ding jetzt nehmen. Lauf! Oh oh, springt er in den Tod oder nicht? Glück gehabt. Trotzdem tot. So. Dann wollen wir uns die Scheiße mal holen. Und zwar erstmal mit dem Stunt. Okay, das hat sich irgendwie nicht so gelohnt. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich habe auch absolut gar keine Leben mehr. Ui, da ist aber wieder ein Stinger. Da bin ich mal gespannt, ob ich da überhaupt eine Chance habe.
Das heißt, ich werde mir vorher nochmal was auffrischen, weil ich meine, da ging es ordentlich zur Sache da unten. Werde ich jetzt schön auch nochmal Energie holen. Das volle Programm. Da unten, da geht nämlich jetzt gleich richtig die Post ab. Möchte, weil die Mission wird ja eigentlich auch ungern nochmal machen. Weiß jetzt auch nicht, wie ich da am geschicktesten gegen die arbeite. Schauen wir mal. Weil sobald wir da reinkommen, ihr seht es ja schon von außen. Werde ich jetzt auch einfach mal Folgendes machen. Ein bisschen was reinwerfen. Den da oben will ich noch erwischen. Jo, da habe ich ein Bein fliegen sehen. Das hat wohl geklappt. Natürlich räume ich erst einmal hier schon mal ein bisschen auf. Da lebt noch einer. Jo, erwischt. Das ist doch mal ganz geil eigentlich. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts mehr. Weil ich das Gröbste nämlich schon... Oh, guck mal, was hier alles liegt. Wenn ich das Gröbste nämlich schon erledige... Oh oh, jetzt nicht hängen bleiben. Also da sind noch ein paar, weil die höre ich schon schreien. So, da sind die wohl angekommen. Ja genau, jetzt musste man da rein. Haltet die Fresse. Jetzt ist die Frage, ob ich jetzt hier einfach noch ein paar reinwerfe. Ich glaube, ich habe eine erwischt. Jetzt geht hier noch ein bisschen Party. Ich müsste auf jeden Fall noch einen erwischt haben. Und noch einen hier so ein bisschen. Und da noch einen. Oh, das war zu kurz. So, und dann laufe ich da jetzt einfach rein. Also einer lebt auf jeden Fall noch. Okay, der versteckt sich. Kommt der von alleine wieder raus, oder? Ja, jetzt ganz ehrlich. Ganz einfach. Noch einer am Leben? Puh. Ja, da ist einer am Leben. Aber auch den werde ich mit der Granate ausschalten. Ne, den habe ich wohl nicht erwischt. Da hinten kommt er hoch. Geht zu weit. Das müsste klappen. Jo! Ohne Granaten. Der liegt immer noch. Scheiße, jetzt erwischt ihn nicht. Na, ernsthaft? Ist das dein Ernst, ey? Gut, dass das der letzte ist, weil hätte ich mich jetzt da auf mehrere konzentrieren müssen, hätte ich ein Problem gehabt. So, und wo ist der Scheiß jetzt? Nimm den Lift nach oben. Ah, oh, ah, der Lift, okay. Boah, bitte sind da keine mehr. Na dann nehmen wir mal den Aufzug nach oben. Ich hab das Gefühl, da oben warte noch mal irgendwas Großes auf uns. Das geht auch ganz schön weit nach oben. Ein lieber Charlie.
Hey, let's get this out of here. Holy shit, Catalina. But he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Who the hell? You! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into that gutter. Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We are friends. Here, don't be such a pussy. Hey, we got no choice, baby. We always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They're all the same, please. Por favor. So... Oh mein Gott, Asuka. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Liar! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo. Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Amigo. Ich dachte schon, das wären... jetzt wieder Feinde. So, die haben nichts dagegen, dass ich den mitnehme, ne? Alles klar. Die Yakuza sind leider auf meiner Seite. Und holy shit, Asuka. Erst einmal Catalina, what the fuck? Und dann hintergeht sie wie uns ihren neuen Freund. Und flüchtet, indem sie vom Dach springt. Und hat es bestimmt irgendwie überlebt. Und dann ist da Asuka. Und die denkt, Miguel, ihr neuer bzw. alter Kollege hat ihren Bruder gekillt. Sie weiß nicht, dass ich es war. Zum Glück. Aber jetzt hängt sie es Miguel an, der es natürlich nicht war. Dem kolumbianischen Kartell. Und das ist jetzt das Oberkrasse. Catalina ist die Anführerin. Die neue Anführerin des kolumbianischen Kartells. Das ist doch mal krass, oder? Und jetzt hat sie wieder ihren aktuellen Freund auch hintergangen. Heilige Scheiße. $50.000, das ist auch eine Ansage. Asuka hat mittlerweile auch wieder neue Missionen für uns. Das Lustige ist, Shoreside Vale ist erreichbar und trotzdem sind all unsere Auftraggeber hier in in Staten Island. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Außer von irgendjemandem kriegen wir einen Anruf noch. Den hatten wir schon mal kurz bekommen nach unserem Tod, aber irgendwann müssen wir den nochmal kriegen. Dann müssen wir, glaube ich, ein bisschen länger in Shoreside Vale rumfahren. Und dann gibt es eine Nebenmission in Shoreside Vale. Aber wie krass es ist, die Ereignisse überschlagen sich total. Catalina denkt natürlich schon längst, sie hätte uns beseitigt. Wir treffen auf sie, machen sie erstmal übel fertig. Wir sind aber trotzdem überrascht, dass sie was mit dem Kartell zu tun hat. Und überhaupt, dass sie daran interessiert ist, irgendwas von Donald Love zu haben. Und derzeit, wenn man sich ein bisschen näher mit dem Spiel beschäftigt, weiß man, dass sie die Anführerin des kolumbianischen Kartells ist. Und damit ist der Krieg überhaupt, hat er so richtig begonnen zwischen den Yakuzas und dem Kartell und selbstverständlich zwischen mir und Catalina. Oh, geil. Wir hatten die Chance, wir hätten sie einfach umlegen sollen, die Schlampe, aber es ist mal wieder alles anders gekommen. Jetzt steht auf jeden Fall fest, es gibt einiges zu tun. Wir werden weitermachen mit Donald Love. Machen Donald Love fertig, dann Asuka, dann Ray und dann Finale.